Oh man, this is really living. We're committed to the art and nothing stop us. Not even a train, plane, tractor, all of us. As we feel the rhythm inside the marrow of our bones, and we're fascinated by the music sounds and headphones. Hallo. Ich bin der Laurenz Lerch und ich spiele den David. Fuck, Moment. Das ergab grammatikalisch keinen Sinn. Ich meine, das, also, wir haben ja im Hintergrund diese Lichter, dass man die noch ein bisschen mehr aufdreht, die da hinten drin sind. Aber an für sich ist die ja nicht für den Hintergrund, die ist ja im Prinzip das persönlich drin. Echt, ich bin total fasziniert, weil was die hier alles machen. Die haben gerade vorhin, vielleicht sieht man es ein bisschen, hier ist so eine neblige Stimmung in dem ganzen Lokal. Weil die Szene, die wir gerade drehen, spielt abends an der Bar, eben wo David Barmann ist. Und damit diese Bar eben so dieses Abendflair und Abendfeeling bekommt, dieses leicht neblig-rauchige, wenn da eben auch Raucher drin sitzen, das haben die hier künstlich hergestellt, indem sie mit einer riesen Nebelmaschine, die sieht man jetzt hier nirgendwo, aber die sind vor allem hier mit einer riesen Nebelmaschine rum und haben die ganze Bar eingeräuchert, um dieses Flair eben zu schaffen. Seht ihr noch was? Ja, warum gehst du mein Lieber? Ja, mach, ich sehe es nicht mehr. Ja, ich bin total fasziniert von diesem Aufgebot an Professionalität und Wahnsinn. Jetzt ist gerade Umbau und wir müssen warten. Doch, das kann man so nicht sagen. Für eine Brezel zwischendurch hat es immer gereicht. Da ist sowieso kein Ton drauf. Doch, Hanne. Das ist Jana. Hallo Fanny. Das ist Laurenz. Ich bin gerade im kleinen Theater im Odenwald und mache Kinder- und Jugendtheater. Aha, schön. Tja, hier sitzt die Fraktion Kinder- und Jugendtheater. Komisch, dass ihr dann beim Film seid. Das ist im Prinzip auch nur großes Kinder- und Jugendtheater. Willst du es in der Pause rausmachen, das Fenster, Tom, oder? Nö. Nee. Aber also, durch viel Nebel ist es okay. Viel Nebel ist echt okay, ja. Ja, aber das geht sofort wieder weg. Aber ich hätte halt den Streifen dünner gemacht, dass man nur so ein Hochkantfenster hat, weißt du? Ja, wir drehen die hier praktisch halb total nicht rein. Nur von der anderen Seite. Also von der Seite her haben wir sie ja jetzt schon. Und jetzt drehen wir sie von der Seite. Dann müssten wir jetzt aber schon längst fertigstellen. Ne, wir sind voll im Zeitplan. Ja, echt? Ja, aber Aufnahmeleiter hat alles. Aber hallo! Bin total begeistert. Und macht mir echt Spaß. Kann man schon so sein. Ja. Ah ja. Der wichtigste Teil am Film ist natürlich, die Männer machen die ganze Technik und die Frauen, die kochen. Ne? Natürlich. Danke. Die neueste Frau in unserer Crew nennt sich Gregor. Guck sie dir an, die Crew. Deren hat es heute allen so Spaß gemacht. Das sieht man. Vor allem in seinem Gesicht. Auf dem Weg zum Drehort. Ich hab dem Milan falsch gesagt, der soll nicht da fahren, wo ich ihm gesagt habe. Du sagst ihm nur falsche Haus, nimm mal falsche Straße. To all my people who work a 9-to-5. To all my people who struggle to live life. Zwei
ich glaube, es ist machen. Also so, zack, zack. Nee, also rechts und links. Ja? Jetzt noch, oder? Jetzt noch ein Overshoulder. Ich habe mal gehört, ohne Ton geht schon, ohne Licht geht nicht. Was sagst du zu der Kritik? Ja, als Tonmann kann ich das bestätigen. Und dann wärst du aber arbeitslos. Shit happens, ne? Was soll's? Voll warm. Wir sind hier in einer Lagerhalle am alten Schlachthof und so sieht es hier auch aus. Und hier wird gerade wieder alles eingenebelt. Ich sehe schon fast die Kamera nicht. Die böseste Szene im Film. Etabliert meinen Kinostil. Also ich möchte hier mal kurz anmerken, offiziell, dass die meisten versauten Witze des Tages vom Ton kamen, ne? Gestern und heute auch. So. Kennt man so. Komm vor. Das ist no budget. No budget, ja. Und das Geile ist, ohne Witz, was man nimmt, mehr. Der Film ist kein Werbungsfilm, der Film ist kein sonst was Film, sondern der Film wird nur aus Spaß und Leidenschaft an der Sache gemacht. Ja, das merkt man schon, oder? Das ist mega. Sowas ist geil, mega. Das ist das geile Gefühl. Und da machst du natürlich gerne mit, ne? Ja, weil ich auch aus der Leidenschaft Filme mache. Ton läuft. Klappe. Zwei, drei, zwei. Bitte. Das ist der Regisseur. Ja, also es ist nicht ganz klar, wer eigentlich die Geschichte geschrieben hat, weil das mal was völlig anderes war. Zuerst war es mal eine Geschichte von Roald Dahl. Dann war es eine Geschichte von mir, dann war es eine Geschichte von Lorenz und jetzt ist irgendwas dazwischen. Wenn man ein Buch in die Hand bekommt und selber nicht mehr aufhören kann, es bis zum Ende durchzulesen, dann ist es, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass einem die Rolle Spaß machen würde. Ja. Lorenz hat gefragt, ob ich noch ein Drehbuch habe. Echt? Hat geschrieben, hast du noch ein Drehbuch rumlegen? Und ja, da war noch was. Können wir machen. Also, ihr seid schon drei Lustige. Ja, der Thomas, der wollte das mal wieder drehen. Nein. Das hat Gregor gesagt. Ja, Thomas hat gefragt, ob wir das mal wieder drehen. Ja, und dann hat Thomas halt Gregor angeschrieben. Sind wir denn im Zeitplan? Wären wir dann fertig? Wir wären theoretisch im Zeitplan, ja. Also, nur der Wasserfleck kommt jetzt dazwischen, ne? Ja, der Wasserfleck, ja. Weil irgend so ein Hirni da was geschüttet hat. Aber gut. Ja, jetzt wird es trocken geföhnt hier. Mit so einem kleinen Gebläse. Ja, das hat eine große Stufe noch, ne? Ja, aber soll ich die mal an? Die 2,5er draufleuchten von nächster Nähe. Ja. Was machen wir jetzt drin in der Sonne? Dreht euch mal um. Was für ein geiles Setting hier aufgebaut ist.